ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Es gibt kein Zurück mehr. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Aufgepasst. Mist! Der Abweichlerjäger wird selbst zum Abweichler. Ein kläglicher Versuch, Connor. Dachtest du wirklich, du könntest unsere Androiden so leicht kompromittieren? Du hast mein Vertrauen missbraucht. Man wird dich abschalten. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Rufe Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten.
Marcus. Danke. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck! Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nein, tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid. Komm, Alice. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner Tasche. Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Sterben sie jetzt wegen uns? Nein. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir! Hey, helft mir! Gut, das sollte reichen. Wir wissen, dass sie das nicht aufhält. Aber es verschafft uns Zeit. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Thank you.
viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Auf der anderen Seite des Stacheldrahts schlachten sie uns ab. Wir können nichts dagegen tun. Richtig entschieden. Vielleicht hätte es nicht so weit kommen müssen. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Marcus, komm her! Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ich habe nichts mehr zu sagen. Lasst mein Volk frei, dann reden wir. Ich will mit dir verhandeln. Wolltet ihr das nicht? Ihr kennt meine Antwort. Dann machen wir es anders. Okay. Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei.
Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Hier lang, bitte. Sie messen die Temperatur. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Kara? Keine Sorge, Alice, das wird schon. Wir kommen nicht durch, Kara. Das wissen wir beide. Ich überlege mir was. Es muss doch einen Ausweg geben. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Wir sind so nah dran. Jetzt geht es nur noch um dich und Alice. Ich kann euch retten, Kara. Nein. Nein, wir finden einen anderen Weg. Wenn es nicht anders geht, tue ich es. Jerry? Du hast dein Leben für uns riskiert, Kara. Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Ausweis bitte. Ruth. Zum Teufel wollen Sie hin? Meine Tochter muss auf die Toilette. Ich bin so froh, euch zu sehen. Die Jericho-Razzia war im Fernsehen. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch schnappen. Rose, wenn mir etwas zustößt, ich werde da sein. Sie verlassen Detroit? Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen sie auf der anderen Seite. Was passiert jetzt mit Marcus? Er protestiert friedlich vor einem der Androidenlager. Was auch immer passiert, er wird in die Geschichte eingehen. Sie haben mir die Adresse Ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Thank you.
könnt ihr nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Nächster, bitte. Ausweis. Geht's dir gut? Keine Angst mehr haben, Kleine. Es gibt keine Androiden hier drüben. Willkommen in Kanada. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. North! Thank you.
in Detroit. Wir kennen noch nicht die Ursache, aber wir werden... Es kommen viele Berichte, aber bisher ist noch nicht offiziell bestätigt, worum es sich handelt. Explosion im Süden von Detroit. Wir wissen noch nicht, ob es Todesopfer gibt, aber diese Ereignisse stehen möglicherweise in Verbindung mit der derzeitigen Androidenrebellion in der Stadt. Eine schmutzige Bombe, Madam President. Oh mein Gott. Und die Behörden haben die sofortige Evakuierung der Stadt veranlasst. Falls es tatsächlich eine schmutzige Bombe sein sollte, wird der Strahlungslevel im Umkreis vieler Meilen tödlich sein. Detroit ist soeben in die Hände der Androidenrebellion gefallen. Dies ist ein Desaster. Ein noch nie dagewesenes Desaster. Heute zündeten Abweichler-Androiden eine schmutzige Bombe in Detroit. Diese Bombe setzte lebensgefährliche, hochgiftige radioaktive Abfälle frei. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, hat das Militär den Befehl, alle Zivilisten im Umkreis von 50 Meilen zu evakuieren. Die Stadt könnte für mehrere Jahrzehnte unbewohnbar sein. Dies ist das allererste Mal in unserer Geschichte, dass eine unserer Städte in feindliche Hände fällt. Wir werden die Feinde mit all unserer Macht bekämpfen und wir werden nicht ruhen, bis wir die Stadt Detroit zurückerobert und sie alle restlos zerstört haben. Der gesamten Menschheit steht jetzt ihr wichtigster Kampf bevor, der zu unserem Sieg führen wird oder zu unserer Vernichtung. Wir! Gott schütze sie alle. Sind! Und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Frei! Es ist vorbei, Alice. Wir sind frei.